Hallo, nächste Runde. Gelb und Schwarz steht heute allen besonders gut, weil es ist Optimismus angesagt. Auch ohne Hinspiel-Torschütze Fasnacht in der Startelf. Ja, auch ohne ihn legen die Berner gleich temporeich los. Mumi Gamalö, Chance vertan, kurze Verwehrung, dann, ja, Penaltypfiff. Weshalb? Darum. Handspiel streng, aber nicht falsch. Eine Minute rum, schon die Chance zur Führung. Nsame, der hat ja noch nicht getroffen seit seiner Rückkehr. Gilt ab sofort nicht mehr. Jean-Pierre Nsame, dritte Minute. 1:0. Lepaya gefühlt mit einem 5-5-System und auch das noch defensiv interpretiert. Findet Ibe dennoch eine Lücke, kommt der fiese Kick ans Schienbein. Kennen wir vom Schulhof, unangenehm, aber bringt eine Chance. Fabian Rieder, der hat ein feines Füßchen und macht eigentlich auch alles richtig. Ibe dominant, alles wie erwartet. Gänzlich unerwartet drum diese Szene. Außenverteidiger Kevin Rüegg mit seinem IB-Debüt, der sieht da schlecht aus. Und plötzlich wird's wild. Was für eine Chance, der Gegentreffer. Gerade noch so vereitelt von Kamara. Der Plan der Letten augenfällig. Vorne auf solche Momente hoffen, hinten weiter die Spaßbremse spielen. Aber Spaß geht halt auch anders. So zum Beispiel Gamalö, welch herrliche Aktion. Zweiter Treffer ans Gehäuse, aber wunderbar sein Bewegungsablauf. Rüegg hat dich zuvor ja leicht kritisiert. Jetzt bekommt er ein Lob für diese Aktion. Stark gemacht, Rüegg. Auf Nsame, das sieht alles sehr vielversprechend aus. Gilt auch gleich für den nächsten Angriff. Lustenberger initiiert diesen. Ball bei Nsame, der hat die Ruhe und das Auge. Donat Rudani, und der wird diese Sequenz zu Hause mitschneiden. Da bin ich mir sicher. Es ist sein erster Treffer für Ibe. Kleiner Meilenstein, muss natürlich ins persönliche Videoarchiv. Und da packen wir doch gleich eine zweite Slow Motion obendrauf. Gern geschehen. 2:0. Je ein Tor pro Promi auf der Tribüne, passt alles zur Pause im Wankdorf. Na dann, auf eine erfrischende zweite Halbzeit. Der Regen macht's nicht unbedingt einfacher, sorgt aber für spektakuläre Bilder. Solche möchten wir nun aber gerne wieder in Form von Spielzügen sehen. Bitteschön. Rudani auf Nsame. Top Chance, top Parade. Darf ich vorstellen, Christianis Zviedris, der Mann macht das hier richtig gut. Anschließende Ecke. Nias, und das ist noch knapper als zuvor. Taras Voss mit der letztmöglichen Intervention. Ja, intervenieren tut dann auch David von Balmos. Heftig bei Nias, der Keeper so gar nicht zufrieden mit dessen Verteidigungsarbeit. Und ich kann ihn verstehen, ganz ehrlich sieht man sich die Szene davor an. Nias hier viel zu passiv. Ist aber nicht mehr als eine Momentaufnahme. Ibe sonst sehr aktiv. Hier Elia auf engstem Raum, bleibt cool. Nias! 3:0, Shay Nias, das ist etwas glücklich abgelenkt, ja, aber ob verdient oder nicht, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, danach warten alle eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff. Alle außer jene, die Werbung in eigener Sache machen wollen, ja, so wie Donat Rudani. Gefällige Partie des Neuzugangs aus Aarau. Dann war's das aber auch. Die Gäste aus Lettland, sie lassen sich nach Schlusspfiff von den 4 bis 5 mitgereisten Fans trösten. Und Ibe dagegen holt
den vierten Sieg im vierten Saisonspiel, steht in der nächsten Runde und trifft dort auf Kuopio aus Finnland.